Herzlich willkommen zur 10. Woche des Kurses Software Engineering Praxis. In dieser Woche wollen wir uns nochmal um das Thema Qualität kümmern. Das Thema Qualität war in den letzten Wochen immer mal wieder dran im Bereich der Softwarearchitektur. Wir haben schon erste Tests durchgeführt. Es gab ja schon nach dem Explorationssprint so eine Art erste Zwischenabnahme. Also das Thema Qualität kam immer mal wieder vor. Wir haben uns aber noch nicht systematisch drum gekümmert. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir den Wachstumssprint abschließen wollen. Also wir laufen jetzt auf die zweite Lieferung zu und müssen natürlich auch da gucken, dass wir gescheite Qualität liefern. Und wir starten dann in den nächsten 2 Wochen etwa mit dem Konsolidierungssprint, wo es jetzt wirklich sehr, sehr schnell auf die Lieferung zugeht. Und spätestens da dürfen wir uns keine Fehler mehr erlauben. Also wollen wir uns in dieser Woche um das Thema Qualität etwas systematischer kümmern. Wir wollen vor allem uns das Thema Produktrisiko anschauen. Produktrisiko heißt, unsere Software kann beim Kunden Schaden anrichten und der Schaden hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit und eine gewisse Höhe. Das kann man dann so als Risiko oder Erwartungswert anschauen. Und wir wollen natürlich da gucken, dass unsere Produktrisiken gemindert werden durch Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können. Und heute geht es am ersten Mal um so ein bisschen eine systematische Betrachtung des Themas Qualität und des Themas Qualitätssicherung. In den nächsten Wochen werden wir uns dann um das Thema Usability genauer nochmal kümmern, zum zweiten Mal. Und wir werden uns um das Thema Testen kümmern müssen, natürlich. Viel Spaß in dieser Woche. Was ist Qualität? Stellen wir vielleicht fest, Software ohne Fehler geht nicht. Kriegen Sie nicht hin. Warum nicht? Sie müssten so lange an der Software rumentwickeln, bis Sie keinen Fehler mehr drin haben, dass die Software dann einfach zu teuer wird. Also das können Sie sich leisten, vielleicht für einen Airbag-Controller oder für die Schleusensteuerung in Holland, also bevor Sie das Land überfluten deswegen, oder für irgendeinen Flugzeugcontroller vielleicht, aber auch da auch nicht eine vollständige Fehlerfreiheit werden Sie da auch nicht hinkriegen. Ganz einfach, weil das sonst zu teuer wird. Ne? Test und. Da müssen Sie formal verifizieren und das ist nicht ganz so trivial. Fehlerfreiheit geht schon aus einem zweiten Grund nicht. Wenn Sie sagen wollen, was ein Fehler ist, müssen Sie ja wissen, was ist das Verhalten, was Sie intendiert haben mit Ihrem System. Und wenn Sie das Verhalten Ihres Systems nicht vollständig beschreiben können, ist ja das Verhalten Ihres Systems in allen nicht spezifizierten Stellen beliebig. Das heißt, wenn Sie sozusagen das Verhalten nicht vollständig beschreiben, können Sie auch keine Fehlerfreiheit nachweisen. Weil in den Fällen, die nicht spezifiziert sind, können Sie nicht sagen, dass es ein Fehler ist oder kein. Ja. Also klassische Diskussion, die Sie immer mit Kunden haben, Software verhält sich so oder so und die Frage ist jetzt, ist das wirklich ein Fehler oder ist das einfach eine Spezifikationslücke? Ganz klassische Diskussion in vielen Softwareprojekten. Vollständigen Test geht auch nicht, das ist Dijkstra's Law. Sie können die Anwesenheit von Fehlern zeigen, aber nicht deren Abwesenheit. Machen wir später nochmal im Detail, wenn es ums Thema Testen geht. Und wie gesagt, Korrektheitsbeweise, sowas wie Model-Checking, dass Sie also wirklich die Software mal ganz durchkalkulieren oder dass Sie irgendwie versuchen, mit statischer Code-Analyse gewisses Verhalten nachzuweisen. Oder es gibt Möglichkeiten, dass Sie so mit Design-by-Contract-ähnlichen Sachen, das hat Microsoft eine Zeit lang mal gemacht, versuchen, Sachen zu beweisen. Das geht nur für sehr einfache Systeme in vernünftiger Laufzeit. Auch da Korrektheitsbeweis geht ja nur dann, wenn Sie wissen, wie das System sich vollständig verhalten soll. Und dann brauchen Sie eigentlich ein mathematisch brauchbares Modell dafür. Also einen endlichen Automaten, zum Beispiel Petri-Netz wäre eine Möglichkeit. Oder wirklich eine vollständige Menge von Sequenzdiagrammen. Die sind inzwischen wohl auch Turing vollständig. Und man kann damit wohl auch algorithmisch so weit nahe kommen, dass man aus diesem beispielhaften von den alten Sequenzdiagrammen hinkommt zu einer vollständigen Verhaltensbeschreibung. Also es ist möglich, aber nicht realistisch für normale Systeme. Das heißt, was Sie vermeiden sollten, ist kritische Ausfälle. Also das heißt, Sie müssen die Software so lange testen, bis Sie sicher sind, dass die keine schlimmen Schäden anrichtet. Einen leichten Schaden darf die von mir aus anrichten. Das ist so eine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Also Sie müssen kritische Ausfälle vermeiden. Also dass Ihr Airbag-Controller halt gescheit funktioniert. Wenn Ihr Word mal abstürzt, ist das eigentlich wurscht. Also oder die stürzt ja. Früher ist das immer abgestürzt, ständig abgestürzt. Solange die Dateien erhalten bleiben, war das auch nicht schlimm. Wie gesagt, aber wenn Menschenleben in Gefahr sind, das müssen Sie vermeiden. Also sehen Sie schon, das Risiko spielt eine gewisse Rolle. Und deswegen orientiert sich die Qualitätssicherung an Risiken. Ne? Also das heißt, wie teuer ist ein Fehler beim Kunden, wenn der auftritt? Und das ist sozusagen die Schadenhöhe. Ne? Wie teuer ist das, von mir aus das Briefversandsystem 100.000 verkehrte Briefe versendet?
wie teuer ist es. Und dann können Sie ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist an verschiedenen Indikatoren. Und dann können Sie überlegen, ob Sie gegen das Risiko was tun wollen. Also ne, Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe. Also je kritischer das System ist, je höhere Schäden es anrichten kann, desto mehr Qualitätssicherung brauchen Sie. Anders ausgedrückt, wenn Sie irgendeinen so Web-Dingsbums machen, das praktisch keine kritischen Informationen enthält, können Sie vielleicht sogar gar nicht testen oder sich vom Kunden auf Kundenbeschwerden warten. Ne? Also das ist wirklich ein Kontinuum. Ist nicht pauschal zu sagen. So, was ist Qualität? Also wie gesagt, es lässt sich ja nicht pauschal sagen. Deswegen kann man mal versuchen, Normen heranzuziehen. Es gibt die ISO 25000 Normenfamilie. Seit 2005 ist die aktuell. Sehen Sie auch da. Und da heißt Software Quality is the capability of a software product to satisfy stated and implied needs when used under specified conditions. Das heißt, wenn Sie was über Qualität sagen wollen, brauchen Sie Anforderungen. Also das heißt, wenn Sie sagen wollen, wie hoch die Qualität des Systems ist, dann müssen Sie halt sagen, was Sie von dem System erwarten. Also welche Performance, welche Usability, welche Robustheit und so weiter. Also das heißt, Qualität können Sie nur dann festlegen, wenn Sie Anforderungen dazu haben, was Qualität genau bedeutet. Und Sie können nicht allgemein definieren, was hohe Qualität ist, denn Sie haben ja hier Satisfy Stated and Implied Needs under Specified Conditions. Satisfy Stated or Implied Needs, das sind ja genau die Anforderungen, und under Specified Conditions hängt auch mit den Rahmenbedingungen zusammen, unter denen das System genutzt wird. So, ich kann Qualität versuchen in den Griff zu kriegen über Qualitätsmerkmale. Merkmal ist eine Menge von Eigenschaften, anhand derer ich die Qualität beschreiben kann. Und ich versuche dann große Qualitätsmerkmale typischerweise durch eine Teilmenge kleinerer Qualitätsmerkmale genauer zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich Effizienz beschreiben will oder Performance, kann ich das tun, indem ich sage, naja, das ist das Zeitverhalten von der Software. Zeitverhalten kann ich wieder untergliedern in Antwortzeiten und Durchsatz zum Beispiel. Und ich kann Verbrauchsverhalten als Teilmerkmal der Effizienz sehen, also wie viel Speicher braucht der pro User-Request zum Beispiel, oder wie viel Netzwerkbandbreite verbrennt der pro User-Request, dass wir so Verbrauchsverhalten. Also große Eigenschaften zergliedert in kleine Eigenschaften. Und möglichst so, dass man die kleinen Eigenschaften messen kann. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich kann jetzt natürlich irgendwie selber Sachen ausdenken oder ich kann eine Qualitätsnorm verwenden. Es gibt so diese Detailnormen zum Thema Qualität. Gibt es, also das ist auch wieder aus der ISO 25000 Normfamilie, gibt es seit 2011. Eine Norm, die Ihnen jetzt wirklich Detailmerkmale festlegt. Sehen wir auch gleich noch auf einer Folie. Und wichtig aber, so eine Eigenschaft ist nur dann eine gescheite Anforderung, wenn ich sie am laufenden System feststellen kann. Also brauche ich eine Messvorschrift, um festzustellen, wann ist die Anforderung erfüllt oder wann hat das System die Eigenschaft, wann hat es die nicht. Also das heißt, so wie das System soll voll doll intuitiv benutzbar sein, ist zum Beispiel keine Eigenschaft, sondern da müssen Sie halt konkret anfassbarere Sachen machen oder eine Messvorschrift sich überlegen, wie man dieses Intuitivitätsding messen kann. Und eine Qualitätsanforderung ist jetzt da legen Sie einen Wert fest, den das System erreichen soll. Ne? Also ich will einen Durchsatz von 10.000 Transaktionen pro Minute haben zum Beispiel. Das wäre dann, oder die mittlere Antwortzeit eines Dialoges soll höchstens 2 Sekunden betragen, und zwar in 90% der Fälle oder sowas. So, das wäre dann eine Qualitätsanforderung. So, jetzt kann man sagen, woran kann ich denn Anforderungen stellen? Dazu gibt es sozusagen mehrere Möglichkeiten. Das ist hier nochmal kurz aufgedröselt. Das ist die alte Norm, aus der ich das habe. Da habe ich jetzt, ich meine aber in der neuen 25000er ist eine ähnliche Grafik drin. Ich hatte nur da keine Lust, das neu abzumalen, ehrlich gesagt. Also was Sie machen können, Sie können interne Qualitätsmerkmale feststellen. Das ist sowas wie gut ist der Code kommentiert, wie gut ist die Struktur des Codes, wie portabel ist das System in andere Kontexte. Also das sind so Sachen, die sozusagen den internen Aufbau der Software betreffen. Da können Sie Anforderungen formulieren oder Merkmale finden, die Sie über Anforderungen festlegen können. Ich kann externe Qualitätsmerkmale festlegen als Anforderungen. Externe Qualitätsmerkmale wären ja Sachen, die ich von außen beobachten kann. Also sowas wie Antwortzeit ist ein externes Qualitätsmerkmal. Oder sowas wie Benutzbarkeit, wenn ich das weiter untergliedere, wären eine Menge externer Qualitätsmerkmale. Oder sowas wie Security sind auch Sachen, die ich von außen feststellen kann. Ich kann das System aufhacken oder ich kann es nicht machen. Also sind das externe, sichtbare Qualitätseigenschaften. Ich kann es von außen sehen. Das sind sozusagen die Sachen, die jetzt die Software an sich betreffen. Und jetzt kann man noch ein paar andere Sachen mit
da die Qualität Anforderungen nennen. Ich kann mir die Prozessqualität anschauen, also wie gut ist Ihre Organisation, wie gut ist der Entwicklungsprozess. Also ich könnte bei Ihnen ins Team schauen zum Beispiel und gucken, wie gut setzen Sie jetzt die Scrum-Mechanik um oder haben Sie, also wie gut dokumentieren Sie alle Schritte, die Sie haben, wie gut arbeiten Sie mit den Tickets, wie stark ist das spezifiziert, wie Sie das arbeiten wollen, also haben Sie ein sozusagen dokumentiertes Verhalten oder ist das eher ad hoc. Also da kann man Prozessqualität messen. Vielleicht haben Sie in SE1 mal gehört über Modelle wie SPICE, ISO 9001 oder das CMMI. Das sind alles Standards, die sich auf diese Prozessqualität beziehen. Mit großen Merkmalsmengen, sodass Sie da wirklich eine gut ausgegorene Messvorschrift haben, sogar für Prozessqualität, wenn Sie wollen, wenn es Sinn macht. Und was man noch machen kann, ist, man kann jetzt die Wirkung des Systems auf Nutzer messen. Also, dass wir Qualität in der Benutzung. Das heißt, Sie gucken sozusagen, das hier ist ja alles sozusagen Entwicklungsprozess, das ist das System selber, das ist ein System plus Benutzer. Kann ich dann die Dinge messen, die typischerweise unter Usability gefasst werden? Ne? Wie effektiv kann der Benutzer damit arbeiten? Wie effizient ist er damit? Wie zufrieden ist er nach und während der Benutzung? Also, das heißt, hier sind so Sachen wie UX zum Beispiel. Die liegen hier in der Qualität der Benutzung. In der Benutzung. So. Also, das heißt, das Spektrum der Sachen, an die ich, sagen wir mal, wo ich Merkmale finden kann und an die ich Anforderungen stellen kann, ist sehr groß. Das können Sie natürlich nicht alles abradeln. Da müssen Sie die wichtigsten Sachen sozusagen herausgreifen und hoffen, dass der Rest im handelsüblichen Rahmen bleibt. Was kann man für Merkmale formulieren? Hier nochmal ganz kurz eine Übersicht. Wir rennen da mal schnell drüber. Sozusagen Functional Suitability haben sie festgelegt. Also hat das Ding alle Funktionen, die es braucht. Sind die Funktionen, funktionieren die korrekt? Sind die für den Anwendungszusammenhang angemessen? Performance haben wir schon besprochen. Sagt Antwortzeiten. Durchsatz ist Capacity, soweit ich weiß. Und Resource Utilization kennen Sie ja schon. Das ist sozusagen, wie viel Speicher, Netzwerk, Bandbreite und solche Dinge verbraucht. Oder wie viel Strom verbraucht das Ding? Könnte man auch messen. Compatibility, Usability, das ist so ein bisschen für mich nicht verständlich. Das heißt es nicht, aber ich bin ja auch doofer Professor. Also das heißt, es gibt ja sozusagen hier die Überschrift Usability. Sowas wie, es ist angemessen für die Benutzung, kann der Benutzer das lernen, wird der Benutzer davon abgehalten, schlimme Fehler zu verursachen, ist das Nutzerinterface ästhetisch, das heißt, das sind quasi schon Systemeigenschaften, aber um das zu messen, brauche ich ja schon Benutzer und dann gibt es noch dieses Quality in Use, wo sie nochmal, sagen wir mal, verwandte Eigenschaften haben, sowas wie Effektivität des Arbeitens, aber das hängt ja alles voneinander ab. Also wie gesagt, aber hier ist es Usability, also wie benutzbar ist das System oder wie gebrauchstauglich ist es, wenn man es eindeutschen wollen würde. Wie zuverlässig ist das System, also wenn es abgestürzt ist, wie schnell ist es wieder online oder funktioniert es wieder, wie sicher ist das gegenüber Abstürzen, wie hoch ist der Reifegrad, wobei ich jetzt nicht wüsste, wie man den messen sollte, oder Maintainability, also wie gut änderbar ist das System, wie gut können Sie es pflegen, also ist es modular aufgebaut, kann ich es testen, wie einfach kann ich es verändern, wie schnell finde ich heraus, welche Stelle kaputt ist. Also ist auch da eine Menge von Teilmerkmalen. Wie gesagt, all das zählt aber nur dann, wenn Sie für diese Merkmale eine Messvorschrift haben und feststellen können, wie nehme ich jetzt eine Tüte Java und wie stelle ich da dran fest, wie maintainable das ist. Oder letzte Eigenschaft, Portability, also wie übertragbar ist das System in andere Kontexte, wie schnell kann ich es anpassen an andere Umgebungsparameter. So, und jetzt kann ich versuchen, den Status meiner Software festzustellen. Also das heißt, wie gut sind die Merkmale jetzt zu Stand heute ausgeprägt? Mit dem Ziel, dass ich dann reagieren kann. Also das heißt, ich stelle fest, wie schlimm ist es um mich bestellt? Also quasi Diagnose wie beim Arzt. Und dann kann ich mir überlegen, brauche ich vielleicht eine Therapie? Sprich, muss ich was Bugs fixen, Performance optimieren oder Sicherheitslöcher schließen? So, also Qualitätsprüfung heißt der Vergleich der aktuellen Qualitätseigenschaften Ihres Systems mit den Anforderungen, die Sie gerne hätten. Also wie Ist-Zustand versus Soll-Zustand sozusagen. Und ein Qualitätsindikator ist jetzt sozusagen eine Messung, die Sie an Ihrem Produkt, also eine Eigenschaft, die Sie an Ihrem Produkt messen können. Ne? Welche Eigenschaft hat das System? Das messe ich durch den Qualitätsindikator und dann vergleiche ich es mit meiner Anforderung.
Sondern jetzt kann ich versuchen, diese Eigenschaft über direkte Messung festzustellen. Also Antwortzeit kann ich ja mehr oder weniger mit der Stoppuhr messen, vielleicht besser mit dem Messtool und einem gewissen Versuchsaufbau. Was könnte ich tun? Sowas wie Änderbarkeit, da muss ich versuchen, mehrere Merkmale zu kombinieren, um das festzustellen. Dazu ein Beispiel. Sie sehen hier so ein Bildschirm aus Sonarcube. Wenn ich Glück habe, sieht man den jetzt auch noch auf meinem Browser, dass ich Ihnen das kurz zeigen kann. Localhost 9000. So, Sie sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist das Qualitätsprofil von meiner aktuellen Version der VV-Vorlesung. Sie sehen Katastrophe. Ich müsste mir jetzt selber eine 5 geben, tatsächlich. Ich habe hier also 41 schwere Fehler drin bei der Verfügbarkeit, bei der Zuverlässigkeit. Ich habe 28 Sicherheitslöcher drin. Und ich habe, wenn man mal das Thema Wartbarkeit messen wollte, habe ich hier gerade technische Schulden im Wert von 6 Tagen. Technische Schulden mache ich, glaube ich, noch mal ein Video dazu, einfach, dass Sie den Begriff noch mal genauer verstanden haben. Das heißt, so ein Maß für wie, also 6 Tage heißt eigentlich, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ich hätte 6 Tage Zeit, hätte ich alle Fehler repariert, theoretisch zumindest. Und die Fehler sind, ich habe hier 341 Codesmells drin, sonst hätte ich hier auch keine Schulden von 6 Tagen. Warum der jetzt mir hier trotzdem nur eins gibt für meine Wartbarkeit, ist mir ein Rätsel, weil das ist eigentlich eine 5, finde ich. Also bei so einer kleinen Software, VV ist nicht groß. Und wenn Sie da mal reinschauen, dann haben die hier versucht, sozusagen diese Eigenschaften, eine Wartbarkeit messbar zu machen. Und Sie haben jetzt hier so eine Liste von allen möglichen Sachen, die kaputt sind in meiner Vorlesung. Das hier ist ein Klassiker, das ist auch ein Refactoring-Cutter, deswegen kann ich es mal kurz zeigen. Sie sehen hier, das ist tatsächlich völlig unwartbarer Code. Das ist auch bewusst so, weil das ist nämlich ein Programmiercutter, wo sie lernen sollen, wie sie refactoren. Und wie gesagt, der hat jetzt hier, was man hier messen kann, ist die zyklomatische Komplexität. Also so über den Daumen gepeilt ist das sozusagen, sie zählen einfach die If-Statements ab und also die If-Else-Sachen und kommen dann hier auf weit über 20 Stück. Und das ist natürlich für jemanden, der das Ding warten soll, schwer verständlich, also schlecht wartbar. So, also das heißt, Sonarcube ist sozusagen so ein Vehikel, um eine Qualitätsprüfung stattfinden zu lassen. Und sowas lassen Sie typischerweise natürlich auch si oder sinnvollerweise im Bildprozess mitlaufen. So, wir haben, das war schon ein Beispiel dafür, wie man sozusagen durch Kombination von gewissen Eigenschaften auf einen Qualitätsindikator oder eine Qualitätseigenschaft feststellen kann. Zum Beispiel Korrektheit könnte ich jetzt auch messen über Testabdeckung und Zählung der gefundenen Fehler, Fehlerputz. Also ich kann Statistiken machen, wie viel Fehler pro Zeile Quelltext habe ich jetzt bisher gefunden. Wie gut ist meine Bugfix-Rate? Also ich kann da durchaus, wenn ich den Prozess mitmesse, verschiedenste Maße finden. Aber das ist sozusagen, also ich kann Korrektheit nicht direkt messen, sondern ich muss sozusagen Messwerte kombinieren. Sicherheit sehen Sie bei der Vorlesung IT Security. Kann sozusagen nicht direkt mit irgendeinem Tool sagen, mess das mal und dann habe ich eine Sicherheit von 23,2% oder so. Also das wird, soweit ich das weiß, kriegt man das jetzt schwierig hin. Aber vielleicht gibt es da inzwischen was. Oder Wartbarkeit, es gibt kein Wartbarkeitsstandardmaß, ne? Also das heißt, eigentlich ist es so dieses Technical Debt, so technische Schulden, so die erste Versuch, mal die Schrecklichkeit von Source Code wartbar zu machen. Aber selbst das ist eigentlich noch kein komplettes Maß, denn Technical Debt kann ich auch haben, also beim Sonarcube, was den Prozess angeht. Ich kann den Bildprozess kann ich sauber laufen, ich habe sehr viel manuelle Nacharbeit, der Deployment-Prozess läuft vielleicht schlecht und all dieses sind auch Indikatoren für schlechte Wartbarkeit. Denn warten heißt ja, ich repariere einen Fehler, das heißt, ich checke den Source Code auf meine Maschine, ich repariere den Fehler, teste das Ganze lokal, jage das vielleicht durch die Webplatte und deploye das neu. Und den ganzen Prozess muss ich ja mitmessen. Und je länger der dauert, desto schlechter wartbar ist mein System. Also es ist durchaus komplex, diese Frage zu beantworten nach der Wartbarkeit. So, das waren also die ersten Eindrücke vom Thema Qualität. Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal mit dem Thema beschäftigt, was ist überhaupt Qualität? Haben festgestellt, ich brauche Anforderungen. Und diese Anforderungen beziehen sich auf Qualitäts Eigenschaften, Qualitätsmerkmale des Systems. Beispiele sind Performance, Zuverlässigkeit und so weiter. Das habe ich Ihnen ja gezeigt. Wichtig ist aber, dass Sie ein Messsystem brauchen, um diese Eigenschaften festzustellen. Und Sie brauchen Anforderungen, dass Sie also festlegen, wie soll das System eigentlich unter bestimmten Umständen, also welche Eigenschaften soll es haben. Im nächsten Video geht es dann um konstruktiv und analytisch darum, wie erreiche ich denn jetzt gute Softwarequalität. Das kommt im nächsten Video. Vielen Dank bis hierher für Ihre Aufmerksamkeit.